Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zur weißen Edition vor den Toren zur Siegesstraße. Hey, halt, nur Befugte dürfen dieses Tor passieren. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Triorden. Den haben wir. Träger des Triordens, erweise dich als würdig, indem du dich den bevorstehenden Herausforderungen stellst. Und in jedem Gebiet haben wir jetzt im Folgenden so eine kleine Erinnerung an die Arenaleiter, die wir bekämpft haben. Hier hatten wir den Triorden von Mike, Benny und Colin bekommen. Wir haben ja, glaube ich, gegen Mike gekämpft. Und in dem Sinne haben wir hier die Kaffeetische, alles schön mit Pflanzen bewuchert. Hier haben wir den Fluss als Wasser und hier haben wir die Fackeln als Feuer. Also eine schöne Erinnerung. Und hier brauchen wir den Grundorden. So. Oh, erweise dich als würdig, indem du das Wissen nutzt, was du erlangt hast. Hier werden wir noch so das ein oder andere Pokémon eventuell kennenlernen. Ich gucke mir wenigstens mal eins an. Ein Hutsasser. Okay, es scheint hier dieselben Viecher zu geben wie draußen. Übrigens nicht wundern, dass es von den AP von EP von Capuchilla nicht ganz passt. Ich habe auf dem Weg zurück zum Pokécenter ein Ordoch besiegt. Und hier brauchen wir den Käferorden. Ich würde sagen, den haben wir. Erweise dich als würdig, ich habe es nicht gelesen. Verdammt. Ein riesiger Käfer. Ah ja, hierzu wollte ich übrigens noch sagen, ich habe keine Ahnung, warum das das Zeug hier mit Aloe in Verbindung steht. Aber das muss ich auch nicht unbedingt wissen. Wenn es einmal da ist, muss ich es halt mitnehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich probiere mal aus, wie es mit Kehrschelle aussieht bei Ordoch. Gerade eben habe ich es mit Weckruf gemacht. Da habe ich zwei Angriffe gebraucht. Ja, hier brauche ich auch zwei Angriffe, weil es nicht richtig, weil es nicht komplett funktioniert hat. So, Capuchilla, du schaffst das aber, ne? Bist zwar verliebt, aber so eine kleine... Ah, ne, schade. So eine kleine Schelle zum Aufwachen ist doch trotzdem eigentlich gar nicht mal so unüblich bei Verliebten, oder? Sich einfach mal so liebevoll, herzlich ins Gesicht schlagen. Macht jedenfalls Lizzie immer bei mir. Okay, Entschuldigung. Gut. Das haben wir. Dann laufen wir mal über den Käfer. Und hierfür brauchen wir den Voltorden von Camilla. Erweise dich als würdig, indem du einen elektrisierenden Kampf führst. Das werden wir hoffentlich. Tach. Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchschreitet man ein solches Tor, fühlt es sich so an, als würde man in ein anderes Universum hinübergleiten. Und zur gleichen Zeit erinnert man sich auch an den Arenaleiter, der einem den entsprechenden Orden überreicht hat. Ohne den Seismorden ist hier an dieser Stelle jedoch Endstation. Ja, also du hast schon recht, aber... Aber warum sollte man den Seismorden nicht haben? Erweise dich als würdig, indem du das Herz deiner Gegner erbeben lässt. Ich gebe mein Bestes. So, als nächstes den Jet-Orden von Geraldine. Während wir hier durch dieses kleine Minenvorkommen gehen, indem du geschwind voranschreitest. Okay. Und wir können fliegen, Leute. Dann wollen wir mal geschwind hier hinüberfliegen. Und der Eiszapfenorden erwartet uns. Indem du dich so kalt wie ein Eiszapfen gibst. Hier immer noch ein kleines Rätsel, aber mit Betonung auf klein. So. Und der Legendenorden. Erweise dich als würdig, indem du die Siegesstraße überwindest, dich zur Pokéliga aufmachst und dort von dir reden machst. Das werden wir hoffentlich tun. Hier sind die zwei Drachen von Twindrake City. Und das Tor. Zur Siegesstraße. Wir sind angekommen, Freunde. Und wir werden so das eine oder andere Pokémon hier kennenlernen. Da ist schon ein Kapuno. Ja, supi. Eins der seltensten finden wir direkt zum Anfang. Ich habe übrigens ganz am Anfang überlegt, ob ich unser Gladiantri, ja,
habe ich nicht nur wegen Typ Stahl, sondern auch wegen Typ Unlicht gewählt. Und deswegen war ich am Überlegen, weil wir auch noch nicht so viele Drachen im Team hatten, ob wir eventuell einen Kapuno nehmen sollen. Kapuno, hau drauf. Da es nicht sehen kann, sucht es seine Umgebung mit Rempel- und Bissattacken ab und ist immer mit Wunden übersät. Das arme Viech. Die armen Biester. Ziemlich unpraktische Entwicklung. Ja, jedenfalls war ich da im Überlegen, ob wir eventuell einen Kapuno nehmen sollen, statt des Gladiantri. Und dann habe ich überlegt, gut, man findet die Viecher hier am Level 39. Oder bis Level 42 oder so, glaube ich. Jedenfalls haben die einen relativ... Ein Formicula. Haben die ein relativ geringes Level für den Aufwand, den man da reinstecken muss. Und die letzte Entwicklung von Kapuno macht es ja, soweit ich weiß, erst im Level 64. Und dann kam so diese Überlegung, dass ich gar nicht weiß, ob wenn das Let's Play hier am Ende ist, ob es überhaupt im Level 64 sein wird, wenn wir das gesamte Team trainieren. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, weißt du, Formicula, Eisenameise, es hebt ein komplexes Tunnelsystem im Berginneren aus und nutzt dieses Labyrinth als seinen Bau. So, nein, Formicula bekommt keinen Spitznamen. Ja, und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, weißt du, kack auf Kapuno, auch wenn du es gerne ausprobieren würdest, weil ich auch noch nie ein... Stimmt so nicht ganz. Ich hatte in Schwert, hatte ich ein Trikefalo, aber eben nur in Schwert und da gab es dann Typ Fee schon und das ist dann irgendwie was ganz anderes meiner Meinung nach. Deswegen, also bevor Typ Fee dazu kam, hatte ich noch nie ein Trikefalo und vor allem ist das Trainieren auf den Spielen ab der Switch ja wirklich wesentlich einfacher. Muss man ja einfach so hinnehmen. Ja. Deswegen, hätte es mich gereizt, aber hab mich dann am Ende dagegen entschieden. Lass mich deine Fähigkeiten prüfen, bevor ich zur Pokéliga gehe. Ja, dann prüf mal. Ich zeig dir gerne mein Kapuzilla. Ocker mit Elfern. Ocker hat Elfern. Ich hab schon mal gesagt, ne? Elfern klingt für mich immer, als hätte jemand spanischen Spaß. So, Kehrschelle. Oh, das macht aber wenig Damage. Auch nur dreimal, da kommt die Baumwollsaat. Jetzt werde ich langsamer, damit ist das Elfern auf jeden Fall stärker, schneller als wir. Hielt sich ein bisschen. Weiß nicht, ob ich davon so überzeugt bin. Doch, ich weiß, dass ich es nicht bin. So rum wird er eher ein Schuh draus. So, 45. Und 42 für Sakai. Ein Zebritz. Zebritz. Ich mach das schnell mit Peter. Ich mach das ganz schnell mit Peter. Peter sollte ja hoffentlich schneller als Zebritz sein. Wobei ich mir gerade gar nicht mehr sicher bin. Jetzt ist es draußen und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja. Ja, ich bin dumm gewesen. Er wird das wahrscheinlich überleben. Ach, nicht mal. Ab. Ich hab's ja vergessen. Peter und Funkensprung. Das ist ja... Das ist traurig. Was ist denn das? Warum kriegt Peter denn immer bei Funkensprung einen Volltreffer ab? Peter ist langsamer als Eisli. Ich sollte mal gucken, welches Pokémon wie schnell ist bei mir. Also ich glaube, ungeschlagen auf Platz 1 ist Kapuzilla von der Geschwindigkeit. Aber ernsthaft jetzt? Und warum setze ich Laubklinge ein? Eisli und Zebritz haben also ungefähr gleich viel Geschwindigkeit. Es gibt jemanden, der besser ist als man selbst, das liegt wohl auf der Hand. Es gibt immer einen, der besser ist als man selbst. Und sei es irgendein Asiate, der 3 Jahre alt ist. Maximal. So. Holen wir mal Peter zurück. Peter kommt gerade so nicht ins Grüne. Das heißt, ich muss ihn wirklich noch weiter heilen. Das finde ich nicht toll. Na gut. Doch, komm, das ist, was ich jetzt machen kann. Wer ist von unserem Team denn der Schnellste? Wir haben Kapuzilla mit 123. 117. 125. Eisli ist der Schnellste. Eisli ist schneller als Kapuzilla. Das habe ich nicht gedacht.
Ja, bei Peter geht's mir voll auf den Sack, dass die Initiative niedrig ist, aber... Wir haben hier beide zweimal dasselbe Ding, ne? Ja, für Peter und für Sakai. Das sind... Das sind beides eigentlich Sachen, die... Wesen, die man nicht gebrauchen kann. Nicht für diese Pokémon zumindest. Na gut. Ich habe mich genug beschwert. Ich packe das Itemradar wieder aus. Ich ignoriere dieses Grabedingens. Und... Diesen Abgang kann man runterrutschen. Schau gut zu. Ich zeig dir, wie es geht. Jetzt bist du an der Reihe. Ohne mich, das ist ja so gefährlich. Da muss ich passen. Oh, die Abhänge an den Siegelstraßen kann man runterrutschen. Seit gerade Angst da sind, versuch es. Das macht Spaß. Eine andere Möglichkeit habe ich eh nicht. So, okay. Mehr gibt's hier nicht. Das heißt, ich muss hier hinein. Da holen wir uns noch das kleine Bärchen. Wir werden auf jeden Fall heute die Folge und noch die nächste hier in der Siegesstraße verbringen. Das wird leider nicht so schnell gehen hier drin, wie ich es mir wünschen würde. Aber wir haben ja erst ein einziges Trainerchen besiegt. Das wird also noch ein ganzes Weilchen dauern. Hier haben wir noch einen Hyperball. Den nehme ich. Und hier lohnt sich nicht rauszugehen. Na, genau, das ist nur der. Das heißt, das ist mir jetzt sehr egal. Und wir gucken mal auf die nächste Etage. Moin! Ey, hör, nass drin, der Weg hat seinen Start. Ich werde nicht verlieren. Doch. Dressella logge ich ein, weil die Dame einen Elfern hatte. Und ein Bissbug scheinbar. So, Capuchilla. Kein Bedroher von Bissbug. Dann machen wir einfach mal Weckruf. Yes, Hälfte reicht mir. Das sollte... Ja, ist in Ordnung. So, mach's gut, Bissbug. Draußen gibt es gerade ganz komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr das Rattern hören könnt. Serapendra. Ah, ich bleib mal bei Capuchilla. Ist zwar wahrscheinlich ganz schön dämlich von mir, aber schadet auch nicht mal dämlich zu sein. Eventuell landen wir aber auch einfach 5 Treffer. Das Serapendra ist hin. Nein. Nein, tun wir nicht. Ciao, Capuchilla. Na gut, Hagen. Zeig mal, was du drauf hast. Ach ja, ja. Serapendra ist schnell. Hagen ist zurückgeschreckt. Ich brech ins Essen. So, weg mit dir, Serapendra. Ciao. So. Ey, ich kann meinen Stolz nicht verteidigen, das macht mich wütend. Ja, das macht mich auch richtig wütend, dass du deinen Stolz nicht verteidigen konntest. Packen wir Gisela nach oben und geben Hagen ein kleines Bonbon. Ein kleines Supertrank-Bonbon und vielleicht noch ein zweites Supertrank-Bonbon. Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Arzt drin gibt, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis wir bei diesem Arzt sind. So, okay, hier muss ich einmal runterrutschen. Dann kriegen wir nämlich Verhöhner. Okay, ja, ich fühle mich auch ganz schön verhöhnt, wenn ich sehe, dass ich hier extra nur für diese TM runtergerutscht bin. So, Schutz wirkt nicht mehr. Na komm, dann aktiviere ich direkt den nächsten. Es fehlt zwar noch ein Pokémon, wie ich hier, glaube ich, schon sagte, aber Schaden tut's nicht. So, da wird wieder angemacht, auch wenn wir hier schon waren. Sonst vergesse ich das später an den Stellen, wo wir noch nicht waren. Und das muss auch nicht sein. So, hier nach oben. Da nach oben. Okay. 2 verschiedene Eingänge. Ich entscheide mich erstmal für den hier. Der sieht aus, als würde es hier weitergehen. Dann nehme ich erstmal den anderen. Der sieht gut aus. Ich komme hier nicht an dir vorbei, ne? Halt, warte. Genau mit dir rede ich, junge Trainer. Schau dir mal meine Pokémon an. Okay, Veteranin. Ich gucke. Was hast du denn so? Ilona. Ein Megalon. Brrrr. Supi. Da kommt Gisela ja... Da kommt Gisela ja gerade recht.
Verzeiht übrigens bitte, wenn ich inzwischen schon langsam anfange, Worte schlecht auszusprechen. Das ist nämlich heute schon meine vierte Folge, die ich aufnehme. Und dann fällt das mit dem Sprechen mit der Zeit nicht gerade einfacher. Donnerblitz ging mir ganz schön auf den Keks, aber was tut man nicht alles dafür, dass man ein bisschen trainiert, ne? Dressella, jetzt kommt Dressella. Ich wusste doch, dass irgendjemand hier einen Dressella haben muss. Then it's time for Hagen Dash. Oh, hallo Dressella. Falterreigen, ja, erhöhe deinen Angriff ein bisschen. Ne, Spezialangriff und Spezialverteidigung und Initiative. Taumeltanz. Aber wir tanzen einen Taumeltanz. Natürlich. Ach, Hagen Dash, bitte. Du musst das Dressella kloppen. Klopp das Dressella. Ja, damit kannst du es nicht mehr kloppen. Das ist doch Käse. Ja, ich kann Peter rausholen und Peter wird das Dressella wahrscheinlich ohne Probleme kaputt machen. Oder auch nicht, weil Dressella einfach auch schneller ist als Peter. Aber Peter trifft wenigstens. Furnifraß, ja. Ah, ich hätte wechseln sollen. Das ist übrigens das Pokémon, was uns hier noch fehlt. Der natürliche Erzfeind von Fermicula. Eine Ameise und ein Ameisenbär. Irgendwie logisch, oder? So, du bist weg. Du hast echt was auf dem Kasten. So viel Kraft ist mir echt sympathisch. So, Übertrank. Und ich meine, hier können wir jetzt ja eine Abkürzung basteln. Und das wollen wir auch. Okay, Abkürzung ist da. Dann schaue ich mal nach hier oben. Ist hier irgendwo ein Arzt? Ist hier irgendwo ein Arzt? Ich brauche jemanden, der Arzt ist. Hoppla, ich bin so gut, dass meine Pokémon die ganze Zeit mit mir angeben wollen. Gönnen wir ihnen den Spaß, kämpfen wir. Die Viecher hier sind halt echt schon stark, ne? Das muss man den Leuten einfach... Ich habe Gisela vorne. Problem ist... Problem ist, Eisli brauche ich nicht rufen. Ich muss darauf hoffen, dass das viel Silberblick einsetzt. Nee, Samenbombe. Dann muss ich darauf hoffen, dass wir gerade noch so im Grün bleiben. Natürlich nicht. Dann hoffe ich darauf, dass Akrobatik vielleicht trotzdem alles abzieht. Ja, wenigstens das. Wenigstens das. So, der Cheater. Ja, die drei Cheaters. Grundsätzlich komme ich damit klar. Ungünstig ist es trotzdem. War die falsche Pokémon-Reihenfolge von mir. Dann ist das Sodabeast schon mal weg, was so fröhlich winken kann. Und dann kommt noch das, was sehr verstört guckt. Und da kriegen wir doch mit Gisela, glaube ich, die beste Kombination hin. Also so einfach, wie wir bisher hier durch alles durchgegangen sind, so kompliziert scheint es mir gerade hier auf der Siegestrache zu werden. Wir haben schon zwei Pokémon verloren. Ja, und eigentlich möchte ich so wenig Items wie möglich einsetzen. Ah, damit können meine Pokémon wohl eher weniger angeben. Ja, das glaube ich allerdings auch. So, wie schaut's hier aus? Eine Top-Genesung. Okay, dann haben wir die schon mal gekriegt. Gut. Die Seite haben wir. Dann müssen wir hier auf die andere Seite und müssen an dem Kampfkunst-Kloppo vorbei. Ne, Mr. Kampfkunst-Kloppo? Hi. Was? Hallo, ich will was von dir. Erst verlaufe ich mich hier und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Was, wenn das mal kein Kampf wert ist? Das ist auf jeden Fall ein Kampf wert.
Ich bin mal gespannt, wie der ausgehen wird. Ich habe nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass der nicht ganz so gut ausgehen wird, wie ich es mir wünschen würde. Ne, Irokex? Scheiße. Warum ausgerechnet das einzige Kampf-Unlicht-Pokémon, was es gibt? Ich weiß gar nicht, gibt es noch ein Kampf-Unlicht-Pokémon oder ist Irokex wirklich das einzige? Ja, mach's gut, Gisela. War schön mit dir. Da kommt ein Hochmut. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Das wissen wir doch alle. Und wenn wir das nicht wissen würden, dann weiß ich auch nicht. So. Irokex wird weggemacht. Irokex wird nicht weggemacht und one-hitted Isely. Ah, doch nicht. Wir leben noch. Na gut. Dann hole ich mir halt ein paar Lebenspunkte von dir. Gott sei Dank kann Isely sich wenigstens selbst ein bisschen heilen. Lin Fu als nächstes. Ja, da können wir uns auf jeden Fall. Obwohl, ich glaube, Laubklinge wäre da besser. Hat, glaube ich, weniger Verteidigung. Zumindest sieht es so aus, als hätte es weniger Verteidigung. Ja, Laubklinge hat auf jeden Fall gereicht. So, Spitze und ein Meistergriff. Das kennen wir noch nicht. Aber der Nase nach zu urteilen, kann es nur von Buggy dem Clown abstammen. Also nicht wirklich kompliziert herauszufinden, zu welcher Entwicklungsreihe es genau gehört. So, Wuchtschlag geht zum Glück daneben, sonst wären wir direkt verwirrt gewesen. Ich guck mal, ob das reicht. Reicht. Ah, Volltreffer. Gut. Wie, ist mir egal. Hauptsache, es reicht. Oh, das hab ich. Das hab ich davon, wenn man sich verläuft und dann kämpfen will. Oh, okay. Da ist der Arzt. Hallo, Arzt, die Mac-Arzt-Arzt. Ich bin ein Doktor. Wenn man mir Pokémon bringt, die ärztliche Hilfe benötigen, nehme ich mich ihrer natürlich gern an. Nun zeig mir doch erstmal dein Team. Ich zeige dir gern, was von meinem Team noch übrig ist. Mal gucken, wie wir uns gegen dich anstellen. Hypno-Morba. Okay. Sollte, glaube ich, keine allzu große Bürde darstellen, der Kollege. Auch wenn Peter dämlich war von mir. Weil das wird jetzt auf keinen Fall reichen. Ohne sehr effektive Attacke. Okay, Volltreffer. Gut, mit dem Volltreffer klappt es natürlich trotzdem. Matrifol, das könnte Peter auch schaffen. Auch ohne Volltreffer. Vierfach effektiv. Da kann auch gerne Schwächling einsetzen. Das sollte klappen. Ja, super. Das heißt, es hat sich gelohnt, dass ich durchgezogen habe. Wir kriegen unser Pokémon geheilt. Und Sakai auf 45. Deine Stärke ist unermesslich. Ich bin beeindruckt. Ich bin selbst ein bisschen von mir beeindruckt. Ich werde dein Pokémon-Team für dich heilen, egal ob es im Kern gesund ist oder nicht. Oh nein, das ist es nicht. Aber ich freue mich, dass es das jetzt wieder ist. Mein Ziel ist es, der beste Doktor der Welt zu werden. Aber zunächst möchte ich der beste Trainer der Welt werden. Den? Nein, da oben. So, schnappen wir uns erstmal diese kleine Abkürzung hier. Und dann schnappen wir uns das Item. So, Abkürzung da. Und Beleber. Juti, nächste Etage. Hier geht's auch direkt weiter höher. Schutz funktioniert nicht mehr. Dann laufe ich erstmal ein bisschen ohne Schutz rum. Scheibenkleister, welche Seite probiere ich? Ich nehme die linke. Ach, es wäre egal gewesen. Na gut. Da wäre es egal gewesen. Und von hier komme ich, glaube ich, genau. Komme ich nur an das Ding ran. Ein Calcium. Besser als nichts. Muss ich von ganz oben nochmal runterrutschen, damit ich hier an den Rest komme. Zumindest sieht es so aus für mich. Hallo, Fermicula. Ich brauche noch dein Gegenstück. Also, falls dir da eventuell ein Fornifras über den Weg läuft, kannst du es gerne zu mir schicken, wenn du es nicht töten willst. Aber ich befürchte, du willst es sicherlich töten. Warum allerdings? Junge! Echt jetzt? Was soll denn der Kack? Du bist ein fucking wildes Pokémon. Lass mich in Ruhe. Junge, jetzt muss ich Gisela nochmal heilen. Wegen diesem blöden Fermicula. Meine Güte. Ich weiß schon, warum ich die ganze Zeit hier mit Schutz rumlaufe. So, weiter nach oben. Überlegen, links oder rechts. Sedimanto brauche ich auch nicht. Aber
ehe ich hier rausgucke, kann ich eigentlich erstmal den kleinen Ast-Trainer mitnehmen. Als letzten Kampf in der Folge. Ne, Kollege? Ich habe darüber nachgedacht, wie ich meine Pokémon zum Sieg verhelfen kann, und nun habe ich endlich die Antwort. Wie denn? Doping für die Haare. Nur für die Haare. Marcel, Klick-Klack. Ah, du hast 100 pro Ladestrahl oder sowas drauf. Wir haben es mit Gisela hier wirklich nicht leicht. So, wir probieren es trotzdem. Autotomie. Na gut, dann macht die erstmal ein bisschen schneller und leichter. Und da kommt er. Da kommt die Elektroattacke. Ich kenne meine Pappenheimer doch. Hat aber nicht so viel abgezogen. Gott sei Dank ist es kein Step gewesen. Sonst wäre das, glaube ich, noch ein bisschen ungünstiger gelaufen. Okay. Den haben wir. Flampivian. Da bleiben wir auf Gisela. So. Natürlich bist du auch schneller. Ach, nur aber nur Bauchtrommeln. Hör mal, ich bin kein Raid-Pokémon aus Karmesin und Popo. Du brauchst kein Bauchtrommeln zu benutzen. Man kann einfach ganz normal gegen mich kämpfen. Danke. Danke fürs Mitspielen. Und ein Branawatz. Ja, da brauche ich nicht mehr mit Gisela zu spielen. Da spielen wir lieber mit Eisli. Machen wir ein bisschen Bambule. Und holen wieder die vierfach effektive Attacke raus. So, sehr schön. Das war Marcel. So, wunderbar. Hey, ich habe wohl einfach nicht früh genug verstanden, wie das Training funktioniert. Ah, nö. Ich hol mir... Nein, hol ich doch nicht. Ich hol mir noch eben die Krätze, weil hier wieder ein Vermicula gegen Gisela antreten will. Freunde, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir die Siegesstraße ein wenig weiter erklimmen. Mal schauen, wo uns die wilde Reise noch so hinführt. So, Hyperheiler. Aber wir scheinen schon fast da zu sein. Es fehlt nur noch eine Etage, so wie es ausschaut. Ja, und dann, eventuell, je nachdem, wie schnell das jetzt noch geht, werden wir beim nächsten Mal schon mit der Pokerliga anfangen. Also, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, Leute. Ciao!